Das ist eine Installation von Thomas Kilper. Ein deutscher Künstler, um die 60 Jahre alt, sehr engagierter Künstler. Und er hat diese Metapher gewählt des Leuchtturms. Der Leuchtturm, der einerseits Weg weist für Leute auf hoher See. Das ist ja das Schreckliche an Lampedusa, dass Leute sogar oft in Seenot kommen und gar nicht an Land kommen. Und auf der anderen Seite eben auch ein Zeichen für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Von den Materialien her, also hat mit diesen Plastiksteifen, mit denen dieser Turm verkleidet ist, in zerschellten Booten, die so ganz abgewitterte Farben haben, nachgeformt und gebildet. Das ist dieser Eindruck auch der Boote. Und gleichzeitig hat er auch Fotostreifen aus Lampedusa, aus diesen Auffanglagern, auch gemacht für die Verkleidung. Ausgangspunkt und Fokus dieser Ausstellung ist das Panoramagemälde von Eduard Castre, das diese Situation vom Februar 1871 zeigt. Der Künstler war selber vor Ort als freiwilliger Sanitäter mit der französischen Armee in die Schweiz gekommen und hier Asyl gefunden. Und der junge Bundesstaat, also 1848, hat hier mit Zivilbevölkerung, Rotem Kreuz und Armee diese flüchtenden Soldaten aufgenommen. Auf alle Gemeinden der Schweiz verteilt wurden diese 87.000 Soldaten in Privathaushalten untergebracht. Das ist für mich eine einmalige Aktion, die weiß ich nicht, ob wir den Mut heute hätten. Das waren auch Soldaten, die überwiegend aus Nordafrika kamen, also dunkelhäutig waren. Und das in die heutige Zeit nun zu setzen, das habe ich mir als Aufgabe für diese Ausstellung gemacht. Und mit natürlich anderen Medien, sei das Video, Fotografie oder wie die Skulptur von Thomas Kilper, eine Installation. Er ist jetzt auch eingeladen an die Biennale, wo er dieses Projekt vorstellen wird. Also sein Bild ist, der Turm wird noch größer und es soll unten ein Kulturzentrum in der Basis des Turmes entstehen, wo die verschiedenen Kulturen in Lampedusa eben berücksichtigt und willkommen geheißen werden. Also das ist wirklich, das ist jetzt sein Lebenswerk. Und natürlich oben die Leuchte, eben die strahlen soll, die möglichst bis auf Nordafrika rüber strahlen soll.